Hallo liebe Rasenfreaks! Yeah, ein Rasenfreak-Special für euch. Wir sind, ratet, ihr wisst es natürlich, wegen des Titels, wir sind auf der Galabau in Nürnberg 2022 und wir wollen euch mal so zeigen, was es auf dieser Messe gibt. Ich habe keine Ahnung, ich war noch nie auf der Galabau in Nürnberg. Die Anfahrt war furchtbar, eine halbe Stunde im Stau, gruselig. Wir haben heute den Donnerstag, also Messe-Donnerstag. Und ja, wir schauen mal rum. Ihr kommt mit. Ich hoffe, es gibt was Interessantes für Rasenfreaks. Viel Spaß beim Zuschauen. Yeah! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Es ist brutal warm. Ich kaufe mir so ein paar neue Sicherheitsschuhe bei Engelbert Strauß. nein. Dann schleppen wir noch mehr rum hier. So, also, wir sind ja alle 4A. Alle 4A ist schon mal total uninteressant. Ja, schauen wir mal weiter. Halle 5, Halle 6, JBC, Iseki. Oh ja, das ist nicht schlecht. Iseki, JBC. Ich verkaufe mir ja auch einen Trecker. Der Rasenfreak kauft einen Trecker. So, dann Halle 7. Zeppelin, Lindner, Schmidt, Bobcat, naja, alles Baumaschinen. Kiesel, Halle 7, oh. Golftech, hier Golftech Maschinenvertrieb, Halle 8, Halle 9 ist cool, ja, Echo, Amazone, da müssen wir hin, Halle 9, Shuttle Aktionsfläche, achso, nee, Halle 9, Halle 9, schnell Halle 9. Ja. Wo ist die Halle 9? Keine Ahnung. Wir gucken mal. Irgendwie kommen wir dahin. Es gibt ja noch eine Messe, nämlich die Demopark in Eisenach. Die ist mehr für uns, so für den privaten Rasenliebhaber, Gartenliebhaber. Da gibt es viel mehr Kleingeräte. Da finden wir ja auch ein paar. Aber ich liebe ja die großen Maschinen. Also rein von der Logik her, hätte ich gesagt, müssen wir da durch. Das wäre ja echt schön zentral. Also das wäre ja schon cool. 5. Ja, das sind schon die ersten Messeleichen hier rechts. Morgens um 10 schon völlig am Ende. Jetzt filmst du immer meinen Hinterkopf. Kannst du vielleicht mal vorlaufen? Damit ich filmt immer meinen Hinterkopf. Ja, also besser. Hier vor dieser wunderbaren weißen Wand, wo nichts ist, keine Werbung, überhaupt nichts. Das ist hier die große Spannungswand. Na, hier, da kann man also richtig jetzt neutral berichten. Oh Mann. Ich kann nicht mehr, Schatz. Schluss. Pause. So, Felix, wir laufen jetzt mal durch. Hier sieht man schon so ein bisschen, was diese Messe eigentlich ausmacht. Das ist eben Garten- und Landschaftsbau. Es ist nicht nur mit Rasenpflege. Aber ein paar Rasenbeeren gibt es auch. Vielleicht ein bisschen zu groß, aber coole Dinger hier. Wir gehen einfach mal durch. Hier, das sind doch hier Robotermäher. Die sind auch echt cool. Big Machine. Ja, hier, das ist doch hier. Ja. Mann, der steht schräg. Ganz schön schräges Teilchen hier. Wahrscheinlich ist der festgeschraubt. Haha. Wahnsinn. Der Multispülbohrer. Da. Betonmischer. Bomag. Boah, so viele Maschinen. Wahnsinn. Oh, hier, das ist schon mal richtig cool. Das ist richtig cool. Das ist eine Rasenbaumaschine von Osmering. Die ist echt klasse, die Maschine, mit Akku angetrieben.
ein sehr, sehr schickes Teil, auch als Walze zu verwenden und zum Sehen von Rasen. Yeah, cooles Teil. Mega. Ja, Freaks, guck mal, das ist eine schöne kleine Aerifizierwalze, ein sogenannter Spiker, messerscharf. Ich habe mir schon den Finger aufgeschnitten, also richtig, richtig spitz. Das war knapp. Spritzt klein Blut, also echt gefährlich. Und damit rollt man halt dann eben über die Fläche, um sie zu aerifizieren. Und noch cooleres Teil habe ich da hinten. So, Freaks, hier, das ist auch echt ein cooles Teil. Auch gerade für den heimischen Garten. Ein Flächenhobel, also um die Rasenfläche zu planieren, hat er hier so ein Schild. Dann kann man das Ding hier so richtig schön in verschiedenen Höhen über die Fläche ziehen, um die richtig glatt zu machen. Habe ich noch nie gesehen. Schon mal interessant. Cool. Ja, das ist die Firma Billy Goat aus Amerika. Wird über den holländischen Vertrieb vertrieben. Und die haben auch sehr interessante Maschinen, sehr viele Aerifizierer. Drei verschiedene Aerifizierer, es stehen glaube ich nur zwei. Diese große Kiste da, die hier. Das ist echt ein cooles, fettes Teil. Damit kann man sogar in Kurven aerifizieren. Er geht nicht ganz so tief, ich glaube auch nur 7 cm tief. Wollte ich schon mal ausleihen und wollte ich euch schon mal zeigen. Aber wer kann sich schon so eine Maschine leisten? Aber doch echt ein schönes Teil. Und wir haben auch kleinere. Ja, also gibt's hier auch. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll. Gut, gehen wir weiter. So, Rasenfix, wir sind jetzt in der Halle 9 und hier haben wir so ein paar interessante Maschinen. John Deere, Toro, Echo und Co. Joho. Ich gebe mal alle 6. Und schöne Schaufeln. Schöne Schaufeln für den Hausgebrauch. Ah, guck mal hier, das ist auch interessant. Was ist das? Schnell mal gucken. Ring-Spezialmaschinen. Oh, schick. Bürstenstreuer. Das ist aber auch ein cooles Teil. Ein handgeführter Sander? Fragezeichen. Ist er das? Nicht schlecht. Ja, zumindest hat er hier sehr robuste Schaufel. Und ich würde mal glatt behaupten, damit kann man Sand auf die Fläche bringen. Und zwar ist das ein Pflegegerät, bestimmt um Sand oder hier Rasenerde und sowas aufzubringen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Schönes, kompaktes Teil. Cool. Kann man hier hinten auf und zu machen. Auch irgendwo wahrscheinlich ein bisschen einstellen. Ja, also es gibt noch mehr solche Sandstreuer. Haha. Ja, lieber Ranfix, sind wir hier bei John Deere. Also John Deere hat interessanterweise hier keine Spindel mehr ausgestellt auf der Galabau. Das war auf der Demopark ganz anders. Da gab es alle Spindel mehr von John Deere. Hier gibt es eher so die normalen Rasenmäher, die großen Aufsitzmäher, auch nicht für den privaten Bereich. Also hier zum Beispiel hier so einen schönen Set-Turn-Mäher. Ich liebe ja die Geräte. Aber nichts für den, für den kleinen Hobbygärtner. Tja, interessante Feststellung. Ach so, ich bin völlig durch. Ich bin total durchgeschwitzt. Es ist super voll hier. Es ist super warm. Hätte ich nie für möglich gehalten. Klar, es sind alles natürlich Mitarbeiter von Garten- und Landschaftsbaufirmen, die hier sich natürlich ihre Technologie, ihre Pflegegeräte anschauen. Und nicht so die privaten Kunden. Vielleicht ist es sogar am Wochenende ein bisschen leerer als jetzt in der Woche. Hätte ich auch nicht gedacht. So, das sind auch echt coole kleine Geräte hier von Grillo. Schicke Farbkombination, so ein nettes, helles Grün und dann so ein Grau. Ganz flach gebaut. Auch diese Maschinen sind dazu da, um in unwegsamen Geländen, also Schräghänge und so weiter, zu mähen. Aber echt cool. Hier so ein bisschen mit so Seitenschutz, damit man nicht rausfällt. Echt schick, wie so ein Go-Kart. Finde ich echt cool, sieht echt klasse aus. Grillo.
Fragen wir nicht nach dem Preis. Fragen wir nicht nach dem Preis. Wow, ho, wow, ho. Da hinten ist Toro. Toro, yeah. Rasenmäher. Oh ja, der ist gut. Der ist interessant. Der Super 60V Akku Recycler. Das ist der neue akkubetriebene Recycler von Toro. Das ist auch ein cooles, interessantes Teil. Hat auch anscheinend tatsächlich ein richtig robustes Aludruckusgehäuse. Eine riesen Maschine. Boah, ist die groß. Hier ist auch ein bisschen kleiner. Hier in der etwas kleineren Ausführung. Was hat der hier? Welche Größe ist das hier? Keine Ahnung, 48 cm. Sehr interessant. Würde mich mal sehr interessieren, wie laut hier die Toro-Akkumäher sind. Also, oh, der ist ja leicht. Ist kein Akku drin. Fehlt der Akku. Schick. Obwohl, der Toro hat ja auch ein Rot. Aber dieses Rot ist deutlich dunkler als das Rot, was ich auf meine Toro-Maschinen lackiert habe. Also das gefällt mir nicht so gut wie mein eigenes Rot. Aber schick. Hier, der ist auch cool. Sehr schick. 52, auch nicht schlecht. Aber 48 reicht aus. Der hat dann schon Blechgehäuse. Ja, das ist schon Blechgehäuse. Und der hat noch ein Druckusgehäuse. Das finde ich noch ein bisschen robuster. Ja, kann man machen. Was haben wir hier noch? Ah. Oh, das ist interessant. Boah, ist ja riesig. Hier, das ist hier der einzige Mäher, den ich noch nicht habe. Der Luftkissenmäher von Toro. Jetzt auch mit Akku. Das ist auch neu, dass das hier ein Akkumäher ist. Das sind echte fette Rasenmäher. Das sind alles Rasenmäher für große Flächen. Aber vom Preis her 1000 Euro, gar nicht so schlecht. Ist günstig. Das ist der Time Master, den Ryan Nor benutzt. Habe ich auch noch nicht live gesehen. Das ist auch echt eine fette Maschine. Boah! Ist das eine große Maschine. Junge, Junge. Ich setze mich mal daneben. Das hat schon was. Grüße an Ryan Orr aus Good Old Germany von der Gala Bau. Wo bist du, Ryan? Hier, dein Toro. Das ist hier der Toro Aerifizierer, auch für große Flächen. Auch eine sehr interessante Maschine. Da stehst du hinten drauf und fährst dann hier hinten. Stell mich nicht drauf. Was? Ja, da stehst du hinten drauf und dann fährst du hier durch die Gegend. Die fahren ja viel im Stehen, die Amerikaner. Also echt interessant. Es ist natürlich wesentlich gesünder, nicht immer zu sitzen, sondern eben hier zu stehen. Und dann so, dann legen die sich hier so gegen und dann wird dann hier so durch die Gegend gecruised. Der neue Procore. Das ist eine Maschine. Der macht ja direkt sein Fein. Das ist so geil. Das ist jetzt die neue Generation vom Procore. Ich meine, wenn du die Maschine hier siehst, das ist eine riesen Maschine. Also für meine Rasenfläche vielleicht ein bisschen zu groß. Vielleicht. Das ist die neue Generation. Die haben die jetzt nur im Detail verbessert. Aber guck dir mal die Größe dieser Maschine an. Und dann steht die so in meiner Garage. Da ist die Garage voll. Habe ich echt überlegt, die zu kaufen. So ein Schwachsinn. Oh Mann. Ja, lieber Rasenfix, für alle, die Mähroboter lieben und nicht selber mähen wollen, bringt jetzt Toro tatsächlich auch einen Mähroboter raus. Nächstes Jahr gibt es den ersten Mähroboter von Toro, habe ich gerade gehört. Mit einer Rundum-Kameratechnik, kein Kabel mehr, Kabel ist sowieso völlig out, habe ich auch gehört. Und das Coolste ist, haha, jetzt gehen wir mal rum, das Coolste ist, hier ist eine Klappe und da kann man ein Gestänge reinstecken, wie beim normalen Rasenmäher. Und damit kann man dann von Hand so ganz konventionell seine Fläche abfahren.
Es gibt tatsächlich noch Leute, das kann ich mir auch gut vorstellen, die so einen Mähroboter mit dem Handy nicht steuern wollen, denn die können dann mit so einem Bügel den Mähroboter um ihre Rasenfläche schieben und damit dann die Fläche festlegen. Also das scheint eine richtige Innovation zu sein hier von Toro. Ja, cool. Ja, der eine Toro-Händler sagte hier eben noch echt einen coolen Spruch. Will man seinen Rasen mähen oder will man seinen Rasen schneiden? Das war jetzt hier bezogen auf die Lebensdauer der Messer. Und er sagte, naja, alle 4 Wochen das Messer wechseln. Aber andere sagten schon, also 4 Wochen ist schon zu spät. Also wenn das Gras immer sauber und scharf geschnitten werden soll, muss man diese Messer bei diesen Robotermähern noch öfters wechseln. Interessant. Die neuen Husqvarna. Die neuen Husqvarna-Mäher, Professional. Irgendwie so, das ist ja irgendwie ein komisches Druckgussgehäuse. Hier ist wohl Kunststoff. Okay. Ja. Also es gibt hier auch Rasenmäher. Genug. Und Mähroboter. So weit das Auge reicht. Oh, guck mal, der ist schön groß da. Wow. Wo ist denn jetzt der Mähroboter, der hier Streifen mäht? Wo ist der Mähroboter, der Streifen mäht? Das würden wir jetzt gerne mal wissen. Das also soll der Rasenmäher sein, der richtige Bahnen mäht. Ob er Streifen mäht, weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht gefragt habe. Aber das ist so der erste Profimäher von Husqvarna für Golfplätze. Richtiges Mähbild mit Streifen. Ich hoffe, ich erfahre es gleich. Und dann hast du immer einen scharfen Schnitt. Das ist... Wow. Streifen und Karos, Schatzi. Streifen und Karos. Cool. Und sie ist weiblich. Seora? Seora? Sprich mal. Seora? Ja. Seora. Seora. Cool. Super. Ja, also hier, liebe Freaks, habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Pelenk. Keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen. Aber ein ganz pfiffig konstruierter Akkumäher mit 2 einzelnen Motoren mit einer sehr interessanten Höhenverstellung, die anscheinend hier auch über einen Linearantrieb, also irgendeinen Motorantrieb, eingestellt werden kann. Schick in so einem Rohrrahmengestell konstruiert. Total pfiffig, finde ich total schick, das Teil. Echt cool. Eine Nummer größer hier. Also mega. Mega. Leicht. Fühlt sich leicht an. Hier so einen coolen Seitengriff. Raisin 2. 93 dB. Kein schlechter Wert. Anscheinend ist das hier so ein Akkupack, was man hier draufsetzt und auch für andere Maschinen verwenden kann. Interessant, habe ich noch nie gesehen. Cool. Schick. Mal was anderes. Ich bin schon richtig heiß. Das sind hier so typische Erifizierer Anbaugeräte von Wiedemann. Und also aus meiner Sicht der Marktführer weltweit für solche Anbaugeräte. Und hier sieht man mal wunderschön die ganzen verschiedenen Erifizierdorne. Also von den Tinitines über Kreuzspoons, Hohlspoons, so lange Vollspoons, Riesenhohlspoons, Messer, dann Monster und Supermonster. Echt cool. So, also hier, ich muss das mal ganz kurz korrigieren. Das ist kein Erifizierer, das ist ein Tiefenlockerer. Also der ist dafür da, das ist echt eine Höllenmaschine, wie eben der Kollege sagte. Das Ding ist dafür da, tief in den Boden reinzugehen, unten den Boden aufzubrechen und zu lockern.
Das benutzt man für Sportplätze, auch natürlich für Golfplätze. Das geht nur mit dem Trecker. Das ist hier das neueste Gerät für mich. Und zwar ist das jetzt hier ein fahrbarer Streuwagen, Freaks. Da kann man richtig so auf die Schnelle mal eine Runde streuen auf seiner kleinen Rasenfläche. Er ist tatsächlich ein motorgetriebener, benzinmotorgetriebener Streuwagen, um schnell große Flächen zu düngen, zu säen oder was auch immer zu machen. Echt cool. Von Ferris. Und vertrieben über Grasshopper, Firma Grasshopper. Genau, die bieten das jetzt auf den Golfplätzen und so weiter an. Oder Fußballplätzen. Die waren auf dem Sportplatz unterwegs. Dann habe ich gesagt, yeah, ich will jetzt mal sehen, wie das... Yeah. Guck mal hier, das ist der Heiko, der spricht mit mir. Von Grasshopper. Und hat schon wieder die Arme verschränkt. Ja. Und macht schon mit, Bringt er sich auf ein Konzert. Dann sind wir nach St. Leon Roth gefahren, weil ich gesagt habe, ich will jetzt mal einen Golfplatz ausprobieren. Vielleicht vor allem so, weißt du, in so einer Bunkerkante oder sowas. Mhm. Dann sind wir in St. Leon Roth gewesen. Dann sagte auch vom Kippen her? Also das, ja, dann sagt der Daniel, vom Head Greenkeeper, sagte, oh, die Bereifung, sagte, hey Gott, ich weiß ja auch nicht. Das sagte, ich muss jetzt mal ausprobieren. Und aufs Grün gefahren, keinerlei Abdrücke. Yeah, liebe Rasenfreaks, hier auf dem Stand bei Iseki, die besten Weißwürste. Nochmal. Kannst du ja erwähnen, dass Martina heute das erste Mal eine Weißwurst gepellt hat, ne? Muss ich jetzt nochmal machen oder was? Nein. Bist du jetzt soweit? Ja. Gut. So, lieber Rasenfreak, wir kommen jetzt in die Zubehörhalle oder die Kleinteilehalle oder ja, in die Halle, wo jetzt nicht mehr die dicken Maschinen stehen. Und hier haben wir Hunter. Hunter, die Hunter-Beregner. Das ist mein nächster Regner hier für die Rasenfläche. Boah, der scheint sogar echt zu geilen. Wahrscheinlich für so riesige Fußballfelder oder so, keine Ahnung. So, ich hoffe, man versteht mich. Hier ist ganz laute Musik im Hintergrund. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Idee hier für Gartengestaltung. Hier so einen schönen Stein. Da ist, glaube ich, sogar ein Lautsprecher drin. Durchgeschnitten und beleuchtet. Echt cool. Wenn der Rasen mal so in diesen Fugen wachsen würde. Das ist zwar gut gemeint, aber ob der Rasen sich wirklich da hält in so einer Fuge? Oh, jetzt kommen sie hier, die Superbehälter. Hier unser Wasserwerk. Ich brauche 50.000 Liter pro Woche. Ja, das ist es. Jetzt ratet mal, wie viele Liter das sind. Da kann ich unsere ganze Einfahrt mit unterbauen. Wie viele Liter? So was okay. Vielleicht interessanter wird am Anfang, weil klar, durch die flache Einbau ist der halt ja, eher ein bisschen breiter und länger. Da braucht es halt mehr Volumen. Ja, man braucht natürlich nicht nur den Behälter, der ist noch relativ günstig. Man braucht natürlich auch die ganzen Pumpentechnik, wir brauchen auch eine kräftige Pumpe. Wir brauchen die ganzen Zuläufe, wir brauchen die ganzen Rohre von den Dachflächen natürlich. So Freaks, ha. Wisst ihr noch Wollrasen? Da sind sie natürlich ja auch auf der Messe. Und ich habe ja in letzter Zeit sehr oft gesagt, wie schön meine Wollrasenfläche geworden ist. Und ich glaube, wir machen da noch mal irgendwas. Ich habe da eine ganz wilde Idee im Kopf. Und das ist eine wirklich tolle Firma, sehr persönlicher Kontakt. Und es ist ein ganz tolles, nachhaltiges Produkt. Wir haben vielleicht alles richtig gemacht. Es ist nicht ganz billig, haben wir alles besprochen. Aber ich habe da eine coole Idee. Deswegen hier noch mal schnell ein kleiner Shot hier auf Gläser Green mit ihren Wollrasen.
rollen. Yeah. Ja, das ist auch nochmal natürlich eine coole Sache hier, Untergrundbewässerung. Also unter dem Rasen hier solche Bewässerungsleitungen zu verlegen, soll wesentlich effizienter sein als die überirdische Bewässerung. Aber Hauptproblem, mechanische Bearbeitung, ne? Aerifizieren, Tiefen lockern. Da muss natürlich das Rohr sehr tief verlegt werden und dann kommt das Wasser nicht so leicht mehr an die Wurzeln ran, weil es ja eher absickert. Aber das wird sich, glaube ich, in Zukunft noch sehr, sehr stark weiterentwickeln, hoffe ich sehr, weil irgendwann wird das die einzig sinnvolle Lösung sein. Von oben ist nicht mehr up to date. Interessant. Hi. So, zum Schluss. Mit den geschwollenen Füßen kauft sich der Rasenfreak jetzt noch ein paar neue Freak-Schuhe. Bei Engelbert Strauß. Natürlich. Die sehen gut aus. Hier. Was sagt ihr? Das ist auch hier genau das richtige Design. Oder der ist auch schick. Der ist noch fetziger. Ja, mein neuer Arbeitsschuh. Ja, lieber Rasenfreaks. Mesche ist der Horror. Ich bin völlig fertig. Total durch. Mehrere Male durchgeschwitzt. Und es ist immer erschlagend. Glaubt ja nicht, dass wir alles gesehen haben. Es gibt wirklich interessante Maschinen hier zu sehen. Es gibt auch viele kleinere Rasenmäher zu sehen. Ja, aber ich würde tatsächlich eher sagen Demopark. Das ist noch ein bisschen schöner, noch ein bisschen kompakter. Und ein bisschen mehr auf den privaten Rasenfreak, den privaten Garten- oder Rasenliebhaber bezogen. Das ist hier größer, das ist halt hier vor allen Dingen für die Garten- und Landschaftsbauer, wie ich schon gesagt habe. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ein kleiner Rundgang durch die Messe. Und der Rasenfreak, der braucht jetzt Urlaub. Wir waren gerade im Urlaub. Tschüss.